So, unsere Waschmaschine ging ja wieder nicht. Hatte ich das schon erzählt. Die hat zwar gearbeitet, aber die dreht die Trommel nicht um. Jetzt haben wir das wieder rausgeholt und natürlich war das Plastik rausgesprungen, was mein Mann ja letztes Mal alles wieder heil gemacht hatte. Leider haben wir die Maschine jetzt nochmal angeworfen und er schmeißt das Plastikding wieder raus. Jetzt steht unten im Lager ja noch eine Waschmaschine von unserem Gärtner. Vielleicht, entweder holen wir das Plastikding von der anderen Maschine raus und versuchen, ob es da funktioniert. Er will jetzt aber auch mal fragen, was das überhaupt für eine Maschine ist, wem die gehört. Vielleicht können wir die ja hier reinstellen. Mal schauen. Also jedenfalls habe ich meine Wäsche da jetzt drin, so halb. Klar, man kann eine neue Maschine kaufen. Ja, die sieht ja wirklich auch furchtbar aus. Aber warum? Also ich meine, erstmal reparieren, die funktioniert ja. Und wenn ich nicht alleine bin, brauche ich eben nur alle zweimal in der Woche oder so zu waschen. Deswegen mal schauen. Ansonsten fahren wir nochmal runter in die Stadt, gucken, ob es dieses Plastikgedöns unten gibt. Wenn nicht, dann muss eine neue Maschine her, hilft alles nichts. So, und ich bin dabei, gerade meine Videos zu schneiden. Mal gucken, was mein Pool macht. Gummibärchen habe ich im Mund. I'm so sorry. Ich rede mit offenem Mund, ne? Wir haben uns in seinen Gärtner jetzt hier von der Arbeit weggeholt. Also entweder holen sie die Maschine jetzt nach oben oder sie gehen einfach nach unten, um da dann mal zu gucken, ob das Plastikding zu kaufen gibt. Wie mein Mann sagte, hat er im Internet geguckt und das hat kostet wohl 1000 Täler, was jetzt ja auch nicht so viel ist. Wo hat er eigentlich die ganzen Stühle hin? Nach unten wahrscheinlich. Ja, so sieht es hier aus. Probleme über Probleme. Soll ja bei uns nie langweilig werden, Leute. Nie langweilig darf es bei uns werden. Immer wieder was Neues, ne? Ich sag's euch. Immer wieder was Neues. Hatte ich euch schon erzählt, dass mein Mann diese Testpick gekauft hatte. In diesem unten da, wo die selbstgemachten Sachen alle sind, an der Stadt. 60 Taler hat er dafür bezahlt. Und die leuchten im Dunkeln, sind aber natürlich keine echten Steine. So. Ja, dann bin ich ja mal gespannt, was das hier wird. Und ich esse fleißig Gummibärchen. Oh, diese Kekse müsst ihr hier unbedingt mal probieren. Die schmecken so lecker. Die sind echt Suchtfaktor. Ich habe das fast alles allein aufgegessen. Aber auch mein Mann hat da mal zugegeben. Wo haben wir die her? Bei A101, glaube ich, haben wir die geholt. Oder bei Beam. Ich weiß nicht, eins von beiden. Ja, und Gummibärchen bin ich hier auch fleißig am Essen, während ich meine Vlogs einstelle. Die Sessel habe ich jetzt mal wieder so umgestellt, weil das gefiel mir schon wieder nicht, wie wir das gestern gemacht hatten. Ja, naja. Die sind jedenfalls mega unbequem. Wirklich richtig unbequem. Wenn du hier sitzt, ist es wirklich unbequem. Hat auch schon wieder richtige Seitenschmerzen, also Rückenschmerzen der Arme. Überlegt es auch, eine Tablette zu nehmen. Mal gucken, wie kommen. Evet, aynen öyle. İşte maalesef olmuyor. Bak şimdi görebiliyorsun değil mi? Ben ucuna getirdim. Tamam, çevir bir. Olmadı, yine olmadı. Atıyor Hurab, arkadan atıyor. Arkaya kaydırıyor, arkaya gidiyor. Bak bu kasnakta, bu kasnakta diş yok. Burada. Burada diş yok, burada motorda diş var. Bu kasnakta diş yok. Burası düz. Anladım abi, öyle olacak zaten de. O kasnak o zaman ipleri gelmiş. O ya da motor geri gitmiş içinden biri. He. Evet. İçinden biri. Doğru. Gelip bakabilir misin orada abi? Tamir etme şansın var mı bugün? Valla bugün yok abi. Bugün pazar. Yani kayışların alakası yok diyorsun he? O kayış orta da olacak abi. Orta da olmazsa başlar orta da olmaz. Ortada olmuyor maalesef. Maalesef kayış işte ortada olmuyor. Die haben es nicht hingekriegt, das liegt jedenfalls nicht an dem Plastikding. Muss irgendwie mit dem Motor zusammenhängen, der nicht mehr so fest sitzt oder so. Muss er selber gucken. Naja, mal gucken, was wir jetzt machen. Heute kann er nicht kommen, frühestens morgen. Scheiße. Also, er hat jetzt versucht, meinen Mann anzuleiten. Für alle, die jetzt kein Türkisch konnten,
dieses Plastikding richtig reinzusetzen. Erst hat er vermutet, dass mein Mann das falsch reinsetzt, hat er aber nicht. Und das hat er dann auch gesehen. Die haben ja die Kamera draufgehalten. Und dann hat er geschlussfolgert, dass entweder der Motor nicht richtig mehr sitzt in der Verankerung oder etwas anderes dafür spricht, dass die Maschine im Moment nicht arbeitet. Dann hat unser Gärtner gefragt, ob er Zeit hätte, heute zu kommen und sich das anzugucken. Und er hat gesagt, nee, heute ist Sonntag. Ne? Und morgen, ja, hat er jetzt auch nicht hundertprozentig zugesagt. Wir wollen aber auch nicht bis morgen warten. Unser Gärtner sagt, wir sollen das Plastikding von seiner Maschine unten rausholen und da reinmachen. Das geht aber nicht. Das ist eine Bechkilo-Maschine und die ist weniger. Und außerdem passt es auch nicht, hat mein Mann gesagt. Und außerdem scheint es ja auch nicht an dem Plastikding zu liegen. Jetzt hat mein Mann gesagt, okay, geht denn die Maschine unten? Hat er gesagt, ja, natürlich, die geht. Und er hat sozusagen den Auftrag von einem Freund bekommen, diese Waschmaschine zu verkaufen für 2500 Tele. Das wären so knapp 100 Euro, so 90 Euro ungefähr. Und wollen sie die hochbringen. Also die Maschine geht wohl, sagt er, und dann wollen sie die Maschine jetzt hier hochbringen und die mal anschließen. Mal schauen, ob wir die dann kaufen. Ne? Hat ja nur auch keinen Zweck. Genau, also das werden wir jetzt machen. Die Maschinen werden jetzt hochgeschleppt und das mit meinem Mann, der jetzt wirklich echt Rückenschmerzen hat. Die Maschine ist ja tierisch schwer. Ne? Ich weiß nicht, wie die hier hochtragen wollen. Die liegt ja unten bei uns im Keller, in der Garage, und die muss jetzt die Treppen hoch. Ja, schauen wir mal. Gucken. Tja. Natürlich musst du auch tragen, ne? Keine Frage. So. Und wieder Neuigkeiten. Die haben jetzt die Maschine hier rausgeholt, meine alte Maschine, und die neue Maschine von unten aus der Garage hochgetragen. Habt ihr ja gesehen. Das Problem aber ist, dass diese Maschine auch nicht funktioniert. Wie ihr seht, ist die auch kaputt. Also wenn man sie so anmacht und wir auf Start drücken, passiert gar nichts. Es bleibt immer auf Beat Day, also, und fängt nicht an zu arbeiten. Leider auch nicht. Die Maschine ist auch kaputt. Na, jetzt hat sie zumindest sich ausgestellt. Das ist ja schon mal gut. Das hat sie nämlich eben auch nicht gemacht. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, jetzt wollte sie anfangen. Einen Moment. Okay, dann machen wir das Ganze nochmal. Und zwar da. Ha, jetzt fängt sie, glaube ich, an. Na toll. Bismillah. Oder? Nee, auch nicht. Also irgendwie ist hier der Wurm drin. Mal gucken. Bismillah. Aha, jetzt fängt sie an zu arbeiten. Muss ich mal meinen Mann holen. Ruf ich mal eben. Schalischte, Schatz. Schalischte. Schalischte, Schalischte. Ich habe noch mal ein paar Mal die Knöpfe gedrückt. Die Katschkelle da habast im Dümelesch. Und dann sind wir bei Schlotte. Genau, wir basteln die Jenne. Der Mäcki oder Pistik Pirkti Dese. Sag mal. Wenn wir einmal durchlaufen lassen. Sag mal. Ja. Wie schall ist es denn, Bachin? Dann sind wir bei Kalam. Da war bestimmt. Pislik bir yüklü müştem sıkmadık. Onun için.
Ha? Bilmiyorum ki. Bakayım ben şeyin internette. Also die Maschine geht. Wir haben jetzt noch ein bisschen Spüldings reingemacht. Ich habe ein bisschen vom Waschmittel hier rein und Wasser rein und dann ist es runtergelaufen. Jetzt lassen wir das einmal durchlaufen und inshallah funktioniert die Maschine. Aber weiß ich auch nicht. Naja, mein Mann ist ja noch da. Wenn da irgendwas nicht stimmt, kann man ja auch immer noch mal jemanden rufen. Und da würden wir dann, weil die da nicht runterpasst, ein bisschen abschneiden müssen, quasi hier von dem Holz. Und dann passt sie da auch rein. Ja. Und dann. Mal die Wäsche, die hier drin war, jetzt da reingemacht, damit es einmal durchwäscht. Ich habe das bei dem schnellen Programm reingesteckt und die Wäsche eigentlich schon relativ sauber gewesen. Einmal durchwaschen reicht. Wir haben uns eigentlich schon wieder dazu entschlossen, eine neue Maschine zu kaufen, weil, keine Ahnung, wir doch unsicher sind, ob das hält, ne? Und ob die richtig wäscht und ob die nicht doch einen Tick hat. Naja, mal gucken. 5 Kilo hat diese Maschine. Wir haben uns jetzt dazu entschlossen, eine neue Waschmaschine zu kaufen. Habe ich, glaube ich, schon erzählt. Ne? Bin jetzt hier dabei, überall zu wischen und zu waschen. Da muss ich nochmal gründlich wischen. Ich habe da schon ein bisschen eingeweicht. Das werde ich jetzt noch einmal alles durchwischen. Dann holen wir uns eine neue Waschmaschine. Und die alte Wäsche, die ich drin hatte, die habe ich eben schon in diese Maschine mit reingetan, die uns der Gärtner kurz ausgeliehen hatte, beziehungsweise angeboten hatte. Die Wäsche hat aber auch ganz gut gewaschen, bis auf das Schwarze von meiner Jacke. Das ist leider immer noch nicht ganz raus. Aber ich glaube, sie sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Ich habe versucht, mit der Hand das auch ordentlich abzuwaschen, aber ein bisschen sieht man noch. Mit der Zeit wird das aber bestimmt weggehen. Genau, und dann werde ich einfach eine neue Waschmaschine kaufen und der Einbau, was wir jetzt gemacht haben, ist, dass ich umziehen werde. Also von dem Zimmer werden wir einmal umziehen, weil das Bett ist mega klein. Also ich kann ja nicht auf so kleinen Betten schlafen. Ne? Für mich alleine ist das in Ordnung, aber zu zweit auf jeden Fall zu klein. Deswegen habe ich gedacht, wir ziehen einmal um und zwar in dieses Zimmer, weil dieses Zimmer ist, hat ein größeres Bett, wie man sieht. Das ist breiter und ich habe jetzt hier überall sauber gewischt. Problem hier an diesem Zimmer ist ja, dass wir nur ein Fenster haben und ich deswegen keinen Durchzug machen kann. Das zweite Fenster ist ja hier im Badezimmer und ja, das ist einfach viel zu wenig, um hier frische Luft reinzubekommen. Aber wir haben ja jetzt Winter und insofern macht das nicht so viel. Ich denke mal, dass das auf jeden Fall in Ordnung ist. Jetzt muss ich mal gucken, wo meine Leiter ist, damit ich da oben noch einmal wischen kann. Und genau, dann haben wir hier das neue Schlafzimmer, das werde ich hier jetzt einrichten. Dann können wir, haben wir hoffentlich genug Platz, weil so auf so kleinen Betten zu zweit zu schlafen, völlig unmöglich. Ja, und dann werde ich hier wieder runterziehen heute, weil ich war ja nur oben wegen meiner Krankheit. Und oben zusammen geht auch nicht, weil, also theoretisch geht das schon, aber es sind halt zwei Betten, ne? Und kann ich hier nochmal zeigen, das funktioniert ja nicht, weil dann hat man ja, das sind ja zwei Einzelbetten, ne? Und hast ja nicht so eine durchgängige Matratze. Also ich mag das gar nicht so gerne, wenn man da so eine Ritze zwischen hat in der Mitte. Seht ihr ja, ne? Sind zwei einzelne Betten. Und genau, das bleibt aber trotzdem hier. Morgens komme ich dann noch her, werde weiter hier beten und dann kann ich hier morgens auch arbeiten, wenn mein Mann schläft. Und genau, diesen Zwischenbettbezug werde ich hier aber rausnehmen und versuchen, unten auf die große Matratze zu ziehen. Denn theoretisch müsste das ja ungefähr die gleiche Größe haben wie das Bett unten. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Gewaschen habe ich das jetzt nicht, weil ja, ich habe jetzt gerade keine Waschmaschine. Ja, aber ich habe dieses Zimmer wirklich sehr gerne gemocht, weil man hat ja auch echt einen tollen Ausblick hier. Nur,
Ja, man könnte theoretisch ja auch hier schlafen, aber wie gesagt, wir haben hier nur ein Bett und das Bett jetzt nach oben zu tragen wäre ja auch Quatsch. Deswegen haben wir ja hier die Einzelbetten, ne? Das ist auf jeden Fall auch in Ordnung so. Genau, nehme ich das einmal ab und dann ziehe ich nach unten. Hier ist es aber natürlich schöner, ne? Also mit einem weinenden Auge mache ich das schon, weil also es ist schon richtig schön hier oben. Gerade im Winter, dann ist es auch nicht so heiß. Aber solange mein Mann da ist, eben gehen wir nach unten. Wenn er irgendwann wieder geht, dann kann ich ja wieder nach oben ziehen. Genau, so mache ich das. Meine ganzen Taschentücher noch hier vom Schnupfen. So, das werde ich einmal alles abziehen. Und es ist sauber hier, kann ich einmal hier hinlegen. Und dann werde ich die versuchen, mal nach oben zu bringen. Hier meine ganzen Taschentücher. I'm so sorry, aber ihr seid immer live dabei. Gut. Dann werde ich die einmal ausschütteln und dann versuchen, unten drauf zu legen. Wenn das nicht klappt, bringe ich sie wieder hoch. Mal gucken. So. Müsste aber eigentlich. Da wir jetzt doch kältere Nächte haben, obwohl mein Mann immer noch richtig doll schwitzt, ne, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, das klappt trotzdem hier. Genau, werde ich das einmal hier hinziehen und hoffe, dass das klappt mit der Wärme. Passt, wackelt und hat Luft. Habe ich mir gedacht, dass das passt, aber was ich befürchte, ist, dass ich das verkehrt rum gemacht habe. Ich glaube, ich hätte das andersrum machen müssen. Ne? Aber so ist auch gut, glaube ich. Das passt so. Okay, ist ja auch sauber. Ich habe das ja noch gar nicht vor so langer Zeit gewaschen. Ich habe ein Verlängerungskabel jetzt hier dran machen müssen, weil ich nur einen Stecker habe leider hier. Das ist nicht gut, aber hilft jetzt nichts. Sonst habe ich da kein Licht. Ich will auf dieser Seite schlafen, damit ich möglichst weit weg vom Schrank bin. Und nah am Fenster, wegen der frischen Luft und meiner Allergie, die ich habe. Dieses Ding werde ich nochmal wegnehmen, ist bestimmt auch mit Staub belastet. Das tue ich mal ins andere Zimmer. Und dann wische ich da nochmal. Ich glaube, ich habe die Ecke jetzt nicht ganz so sauber gewischt. Das haben meine Söhne ja im Winter mal benutzt, im Sommer. Stelle ich mal hier hin. Das ist aus dem Weg. Genau. Das kann da stehen bleiben. Gut. Alles klar, haben wir das auch erledigt. Die Sache noch mal mit drüber. Meine Bettdecke muss ich auch noch mal runterholen. Und dann haben wir es geschafft. Muss ich da oben noch einmal sauber machen allerdings. Gleich wieder an zu regnen. Ich glaube, das. Ja. Und ein Bursche noch ab und ja, haben ja Jack gesagt. Gleich essen gehen und es fängt richtig an wieder jetzt. Der Pool ist inzwischen leer. Oh, guck mal, die haben da auch einen Hund und jetzt lassen sie den nicht rein. Oh, guck mal, der hat Angst. Guck mal da. Oh nein. Das ist der Hund, der hier immer spazieren geführt wird, glaube ich. Ha? Das kann sein. Ja, aber das ist nicht schlimm. Ich glaube, der ist das gewohnt. Ja, Amulia, ja. Boah.
Aber richtig, du. Das ist Kopfkara. Kopfkara-Gück. Boah, gleich geht's richtig los. Na, ich habe meine Wäsche reingeholt. Chamin Schirmakinesse Bose Masma, Damen und Herren, da ja schlamm ist. Chama Schirmakinesse Bose Masma. Hä? Yağmur yağacak şimdi. Naja, ich werde jetzt mal eben mein Gebet machen. Die Wäsche habe ich hier reingebracht, damit die nicht nass wird. Und ich gehe mal eben beten. Ich werde meinen Mann gleich noch mal oben gucken lassen wegen dem Fenster, weil da ja heute Morgen das ganze Wasser durchgelaufen ist. Wahrscheinlich sind die Löcher verstopft hier. Hier sind ja Löcher. Und wenn die verstopfen, überschwemmt das hier. Lass ihn da mal gucken. Na gut, jetzt werde ich erstmal beten. Achso, meine Decken liegen hier noch. Ups, muss ich noch nach unten bringen. Uiuiui. Genau. So. Gut. Bismillah. Fängt schon an zu blitzen. Donnerblitz, 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 ohne Pause. Total hell da hinten und die dunklen Wolken, oh mein Gott. Wolltest du nicht deine Jacke anziehen? Nö. Ist nicht kalt? Nein.
çat yap. Zu dem 150 Teller Laden. Der ist aber ganz schön, der 150 Teller Laden. Willst du deine Hemden mal gucken? Jetzt noch vormessen oder willst du erst mal essen? Ich weiß nicht, wie lange der aufhört. Um diese Zeit bin ich nicht mehr hier draußen. Ja. Ah, genau, okay. Also erst mal essen. Araba, tamam. Evet. Arabayla mı gidelim? Evet. Tamam. Neredeydi araba? Aa, şu orada. Ha. Şöyle sabah oluyor. Çarşamba der 150 Euro Tälerladen. Mal gucken, was die heute haben. Jetzt mal draußen. Die hatten ja die Hosen immer hier draußen. Und man braucht ja doch mal jetzt bei dem Wetter auch Hosen. Ich mal gucken, ob ich da noch eine finde, die mir gefällt. Jetzt habe ich mal im Untergeschoss. Mein Mann probiert die Sachen gerade an. Ich habe mir einen Pullover ausgesucht. Jetzt gucke ich mal, ob die noch was anderes haben. Mal Döner essen. Dann gucken wir mal, wie der hier ist.
süß. Da liegt er da auf der Matte. Richtig süß. Er steht ganz fest. Hatte sie da auf die Matte gelegt. Man telefoniert da hinten mit meinem Sohn. Wir haben immer noch nicht gefunden, wo wir essen können. Den richtigen Platz. Bei dem Dönermenschen, da gefiel uns der Döner nicht. Das war nämlich aus Hähnchen und mein Mann mag kein Hähnchen. Hier erzähle ich euch was und habe ganz vergessen, dass wir Musik im Hintergrund laufen haben. Ja, wir sind tatsächlich essen gegangen und wieder in unserem Stammlokal hinter Metro. Und dort zeige ich euch jetzt nochmal, was wir bestellt haben. Das ist wieder die Vorspeise mit zwei Fladenbroten und Salat und verschiedenen Dips. Und das sind meine Spaghetti, die ich mir bestellt habe. Napoli-Spaghetti und der gemixte Grillteller für meinen Mann. Mein Lieben, ich habe vergessen, mich von euch zu verabschieden. Das möchte ich jetzt hier nochmal ganz offiziell machen. Vielen Dank, dass ihr mich heute in meinem Katastrophentag wieder begleitet habt. Es ist zwar schon der nächste Morgen und damit Montag und ich wünsche euch eine richtig tolle neue Woche. Habt einen guten Start in die neue Woche. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und schaut in dem nächsten Vlog wieder bei mir vorbei. Bis dann. Tschüss.